In Ravensburg in Baden-Württemberg gehen heute die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Raubmord weiter. Eine 15-Jährige soll am Bahnhof einer 62 Jahre alten Frau zunächst die Handtasche entrissen haben. Und weil die Frau sich dann wehrte, hat ihr die Jugendliche offenbar mit einem Messer in den Hals gestochen. Die Polizei war dem Mädchen, das im Kreis Ravensburg gemeldet ist, durch die Auswertung von Aufnahmen der Überwachungskameras auf die Spur gekommen. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.